Ihr wollt eure Games von PS2, Wii, GameCube, Dreamcast und vielen weiteren Retro-Konsolen auf eurer Xbox Series oder Xbox One-Konsole zocken? Nichts leichter als das. Willkommen bei Gizmomania. Ich bin der Dee, das ist Gizmo. Und ja, ihr seht richtig, hier läuft gerade Super Mario Galaxy 2 auf unserer Xbox Series S. Tja, Gizmo, schnall dich an. Im heutigen Video zeigen wir unseren Zuschauern, wie man mit ein bisschen Aufwand noch mehr aus seiner Xbox Series oder Xbox One Konsole rausholen kann. Gerade die aktuellen Xbox Series Konsolen eignen sich bekanntlich hervorragend für 1080p bzw. 4K Gaming von aktuellen Top-Titeln oder dank der Abwärtskompatibilität sogar für Spiele der bisherigen Xbox-Generation. Aber was ist mit Klassikern von älteren 8- bis 64-Bit-Systemen? Ihr wisst schon, Mario, Sonic, Zelda und dergleichen. Da auch Retro-Gaming auf unserem Kanal ein wichtiges Thema ist, zeigen wir euch heute, wie einfach ihr eure ROMs und Images von zahlreichen Lieblingssystemen auf den Xbox Series-Konsolen zum Laufen bringt. Dazu gehören natürlich die Klassiker von Game Boy, NES, SNES, Mega Drive, Neo Geo, PlayStation, N64 und Dreamcast, aber auch spätere Retro-Konsolen wie GameCube, PS2 oder Wii. Das Geniale dabei? Besitzer einer älteren Xbox One-Konsole brauchen dabei nicht zu verzichten. Die im Folgenden gezeigte Anleitung funktioniert nämlich auch auf Microsofts älteren Konsolen. Als Beispiel zeigen wir das Ganze hier auf der aktuellen Xbox Series S, die sich als günstige Einsteigerkonsole mit ordentlich Rechenleistung natürlich hervorragend dafür eignet. Und um das Ganze perfekt zu machen, funktioniert Retro Gaming dort mittlerweile komplett ohne umständliche Custom Firmware oder kostenpflichtigen Entwicklermodus. Perfekt also, um seine Xbox weiterhin für aktuelle Games und online bei Xbox Live zu nutzen oder mal eben schnell eine Runde Super Mario per Retro-Emulation einlegen zu können. Naja, ein paar Schritte sind dafür vorher schon noch nötig. Aber im Vergleich zu anderen Konsolen, die man erst kompliziert routen muss und dergleichen, ist das auf der Xbox schon fast ein Kinderspiel. Aber keine Sorge, wie das Ganze im Detail funktioniert, das erkläre ich jetzt. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Disclaimer. Jedem von euch sollte klar sein, dass Microsoft natürlich kein wirkliches Interesse daran hat, dass ihre Konsolen zu Emulationszwecken missbraucht werden. Und so simpel das Ganze im Moment auch funktioniert, könnte Microsoft natürlich theoretisch jederzeit die Verwendung von Emulations-Apps sperren oder eure Konsolen im schlimmsten Fall sogar von Xbox Live bannen. Und auch wenn letzteres zwar eher unwahrscheinlich ist, wollten wir das Risiko trotzdem erwähnt haben. Im Klartext, Gizmo und ich zeigen euch zwar, wie das Ganze funktioniert, aber am Ende seid ihr natürlich selbst dafür verantwortlich, was ihr mit eurer Xbox treibt. Macht Sinn, oder? So, was braucht ihr also, um mit dem Retro-Zocken auf eurer Xbox loslegen zu können? Als erstes, wer hätte das gedacht, eine Xbox-Konsole. Das kann wie hier gezeigt eine Xbox Series S sein, aber natürlich auch eine Series X oder wie erwähnt auch eine der älteren Xbox One-Konsolen, wie die Xbox One X hier. Dann braucht ihr ein externes Speichermedium für eure Retro-Games, also zum Beispiel einen USB-Stick mit ausreichend Größe. Wir haben uns hier für einen Xbox Game Drive von Seagate entschieden. Das kriegt man inzwischen schon relativ günstig und mit dem weißen Design passt es natürlich auch richtig cool zu unserer Series S hier. Oder was meinst du, Gizmo? Ja, ansonsten benötigt ihr auf jeden Fall einen PC und auf der Softwareseite noch Apps für die Emulation und für den Netzwerkzugriff auf die Xbox via FTP. Als Emulationsumgebung kommt das bekannte RetroArch zum Einsatz, das inzwischen coolerweise auch im Retail-Mode der Xbox läuft und das ihr euch einfach direkt auf eure Xbox runterladen könnt. Stellt dazu sicher, dass eure Konsole mit dem Internet verbunden ist, öffnet dann den Edge-Browser und besucht die GitHub-Seite von Gamer13 unter gamer13.github.io. Dort werden sowohl RetroArch als auch einige weitere Standalone-Emulatoren und Tools für die Xbox zum Download angeboten. Ladet euch, wenn möglich, den Gamer13 App Store herunter, der euch im Anschluss ganz einfach die benötigten Apps zum Download anbietet. Alternativ werden die benötigten Apps auf dieser Seite auch immer mal wieder einzeln zum Download angeboten. Zum Zeitpunkt dieses Videos musste man diese allerdings mit Hilfe der besagten App Store App herunterladen. Nachdem ihr den App Store heruntergeladen habt, könnt ihr ihn öffnen und seht dort alle verfügbaren Apps aufgelistet. Hier ladet ihr jetzt zum einen RetroArch für die Emulation und Durango FTP für den Datenaustausch zwischen PC und Konsole herunter. Nachdem beide Apps installiert sind, startet ihr erstmal RetroArch und führt unter Main Menu, Online Updater erstmal alle möglichen Updates durch. Also Core Info Files, Assets, Controller Profiles, Cheats, Databases, Overlays und Slang Shader. Sollten einzelne Updates beim Entpacken länger brauchen, wundert euch bitte nicht und gebt der Konsole etwa 1 bis 2 Minuten Zeit, das ist völlig normal.
ist alles fertig, wählt ihr ganz oben Update Core System Files und ladet euch die Dolphin.zip-Datei herunter. So stellt ihr sicher, dass ihr später auch GameCube und Wii Games abspielen könnt. Danach solltet ihr eine Button-Kombi einrichten, mit der ihr jederzeit aus dem aktuellen Spiel zurück ins Quick-Menü wechseln könnt. Geht dafür in Settings, Input, Hotkeys und stellt den Wert bei Menu-Toggle-Controller-Combo zum Beispiel auf L3 plus R3. So könnt ihr jederzeit mit dem Drücken der beiden Analog-Sticks wieder ins Quick-Menü gelangen und dort Quick-Saven, laden, das Spiel beenden und so weiter. Gizmo und ich sind zudem keine allzu großen Fans des überladenen Benutzerinterfaces auf der linken Seite, deswegen dünnen wir das noch schnell aus. Hierfür könnt ihr unter Settings, User Interface, Menu Item Visibility die überflüssigen Einträge von On auf Off schalten. Damit nun alle Einstellungen beim Neustart nicht hops gehen, solltet ihr das Ganze noch kurz unter Main Menu, Configuration File, Save Current Configuration speichern. So, das war's fürs Erste schon in RetroArch. Jetzt geht's rüber zum PC. Hier müsst ihr euch erstmal ein paar Files herunterladen, die ihr noch zur Konfiguration der RetroArch-Kerne braucht. Die dafür benötigten Dateien gibt's auf bit.ly/gamer13_coreinfo_files. Den Link findet ihr aber natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Die entsprechende ZIP-Datei speichert ihr am besten auf dem Desktop ab und entpackt sie gleich. Des Weiteren braucht RetroArch zum Emulieren gewisser Retro-Systeme natürlich auch BIOS-Files. Die haben wir uns hier ebenfalls schon auf dem Desktop bereitgelegt. Um diese Dateien jetzt auf die Konsole bringen zu können, benötigt ihr am besten noch ein FTP-Programm. Wir benutzen hier das bekannte FileZilla, das ihr euch auf filezilla-project.org als Portable-Version herunterladen und nach dem Entpacken gleich benutzen könnt. Um per FTP auf die Konsole zugreifen zu können, startet ihr nun auf der Xbox die vorher heruntergeladene App Durango FTP. Das ist ein simpler FTP-Server, den ihr mit dem Startbutton hier unten links anwerfen könnt und zu dem ihr euch jetzt mit Hilfe von FileZilla auf eurem PC verbinden müsst. Notiert euch dazu am besten die IP-Adresse des Servers, die bei euch hier in der Mitte angezeigt wird. In unserem Fall ist das die 192.168.178.115. Die kann bei euch aber auch durchaus anders lauten. Tragt die IP-Adresse dann einfach bei FileZilla oben links ins Serverfeld ein und schon könnt ihr euch zu eurer Xbox verbinden. Als erstes müsst ihr nun das RetroArch-Verzeichnis auf der Konsole finden, in das ihr die Core-Info und BIOS-Files hineinkopieren müsst. Hier fängt das Ganze an, leider etwas tricky zu werden, da sich das RetroArch-Verzeichnis je nach Firmware-Version und Anzahl der Installationen an unterschiedlichen Orten der Konsole befinden kann. Bei der Erstinstallation befindet sich das Verzeichnis häufig gleich im Local-Folder und trägt den Begriff RetroArch sogar im Namen. Wie ihr sehen könnt, ist das bei uns hier jedoch leider nicht der Fall. Auf unserer Xbox wurde der RetroArch-Ordner zum Beispiel auf der Q-Partition erstellt. Und zwar unter Users, User Manager 0, AppData, Local, Packages. Dort befindet sich zwar kein Ordner, der RetroArch im Namen trägt, wenn ihr allerdings die wenigen Ordner mit Gamer13 im Titel durchprobiert, so wie bei uns der zweite hier, werdet ihr sehr schnell auf einen stoßen, der einen LocalState-Ordner mit der typischen RetroArch-Verzeichnisstruktur beinhaltet. Den gesamten Pfad aus unserem Beispiel haben wir euch natürlich auch nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Ja, das stimmt leider. Hier muss man einfach etwas stöbern, wo man das RetroArch-Verzeichnis nach der Installation findet. Aber ab jetzt wird's einfacher, versprochen. Als erstes kopiert ihr jetzt die entpackten Core-Info-Files bitte in den Ordner Info. Navigiert hierfür im linken FileZilla-Fenster zu den runtergeladenen Core-Info-Dateien, wir hatten die ja auf dem Desktop abgespeichert, und zieht dann alle rüber in den Info-Folder. Dasselbe macht ihr jetzt im Prinzip noch mit euren BIOS-Files. Diese müssen in den System-Ordner im RetroArch-Verzeichnis. Achtet bitte unbedingt darauf, dass die BIOS-Files der PlayStation 2 dort nicht direkt hineinkopiert werden dürfen. Diese müssen in einen Extra-Ordner PCSX2 und dort in einen Unterordner BIOS. Andernfalls erkennt der PCSX2-Kern von RetroArch das BIOS leider nicht. Als nächstes bereiten wir den externen Datenträger für eure Retro-Games vor. Schließt also eure SSD, Festplatte oder USB-Stick an euren Rechner an, macht einen Rechtsklick auf das entsprechende Arbeitsplatzsymbol und formatiert das Laufwerk im NTFS-Format. Sofern ihr noch Daten auf dem Laufwerk habt, solltet ihr diese vorher auf jeden Fall runtersichern, da diese beim Formatieren natürlich verloren gehen. Ist die Formatierung abgeschlossen, könnt ihr nun eure Games auf das Laufwerk packen. Wir stellen uns hierfür im obersten Verzeichnis einen Ordner Games und packen dort alle unsere ROMs bzw. Image-Files hinein, natürlich sortiert in Unterordner für das jeweilige System.
Während das Ganze kopiert, noch eine kurze Info zu den unterstützten Formaten. Dreamcast-Spiele im GDI-Format lassen sich mit dem Flycast-Kern in RetroArch leider nicht von einem externen Laufwerk starten. Die solltet ihr also am besten vorher ins CHD-Format konvertieren. Gleiches gilt für Multidisc-Spiele für PlayStation 1-Games. Allerdings nur, wenn ihr hier den DuckStation-Kern verwendet. Bei Gizmomania nutzen wir meistens ohnehin den PCSX Rearmed-Kern, der ist da etwas weniger anspruchsvoll. So, kleiner Sprung nach vorne und das war's auch schon. Jetzt einfach das Laufwerk auswerfen, abstecken und ran an eure Xbox damit. Den Durango FTP-Server könnt ihr jetzt natürlich schließen und im Anschluss RetroArch öffnen. Prinzipiell könnt ihr jetzt schon loszocken. Wir stellen nun allerdings noch den Startordner von RetroArch auf unser Games-Verzeichnis ein, damit das Starten der Spiele etwas komfortabler geht. Geht hierzu einfach in Settings, Directory und ändert dort den Pfad für File Browser auf euer Spieleverzeichnis. Navigiert hierfür einfach zu eurem externen Laufwerk, bei uns ist das die D-Partition, wählt den Ordner Games aus und dann Use this directory. Die Einstellung solltet ihr erneut über Save Configuration im Hauptmenü speichern. So, das war's. Jetzt könnt ihr wie gewohnt über Load Content, Start Directory auf eure Spiele zugreifen und sie mit dem gewünschten Emulatorkern starten. Selbstverständlich könnt ihr euch für die jeweiligen Konsolen auch eine eigene Playlist anlegen. Das geht über den Menüeintrag Import Content mittels Scan Directory oder Manual Scan. Da die Scan-Funktion von RetroArch allerdings noch immer etwas zu wünschen übrig lässt und zum Beispiel oft nicht alle Spiele erkennt, verzichten wir an dieser Stelle darauf und starten die Games lieber über Load Content. Ja, Moment mal, aber ich hab doch... Tja, da hast du natürlich leider recht. Aber du weißt ja, Gizmo, wir müssen schließlich noch was in der Hinterhand halten, was wir unseren Zuschauern in der nächsten Folge präsentieren können, oder? Also, wenn ihr sehen möchtet, wie man seine RetroArch-Installation auf der Xbox mit einem hübschen Frontend inklusive Cover und Screenshots versehen kann, dann abonniert am besten den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das Video nicht verpasst. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie unsere kleine Xbox Series S bei der Emulation so performt. Also Gizmo, Super Mario wolltest du, oder? Let's go! Wie immer haben wir euch eine kleine Spielauswahl zusammengestellt und blenden euch die Infos dazu links unten und wenn möglich auch die Framerate mit ein. Los geht's mit einer Runde SNES. Wie zu erwarten gibt's hier keinerlei Probleme, das heißt auch sämtliche Super FX Games wie Super Mario World 2 Yoshi's Island, Starwing oder Stunt FX Racing laufen hier absolut problemlos. Andere 8- bis 16-Bit Systeme wie Atari, Game Boy, NES, Mega Drive und Neo Geo sparen wir uns an dieser Stelle, da die natürlich ebenso in voller Geschwindigkeit laufen. Weiter geht's mit 32-Bit-Systemen wie der PlayStation 1. Hier haben wir ebenfalls keine Überraschungen zu erwarten. Tekken 3 läuft, wie ihr sehen könnt, absolut flüssig, was bedeutet, dass auch alle anderen PlayStation-Games problemlos laufen sollten. Beim Sega Saturn sieht's ähnlich gut aus. Je nach Spiel kann es sein, dass ihr entweder den Yabause oder Yabasanshiro Kern nutzen solltet, aber von knapp 10 getesteten Games waren alle Titel absolut flüssig spielbar. Besonders spannend war beim N64 natürlich, wie sich die Xbox mit GoldenEye und Conker's Bad Fur Day anstellen würde. Zum Glück gibt's hier Entwarnung, beide Spiele laufen mit solider Framerate, was bedeutet, dass auch die gesamte N64-Library spielbar sein sollte. Bevor wir zu den Schwergewichten kommen, noch ein kurzer Blick auf Sega Dreamcast. Hier nutzen wir den Flycast-Kern, der leider noch nicht ganz mit dem Redream-Emulator mithalten kann. Trotzdem liefert der Kern auf der Xbox Series S ordentliche Ergebnisse. Abseits von Zombie Revenge haben wir auch Dead or Alive 2, Shenmue und Sonic Adventure getestet, die ebenso gut performt haben.
So, schrauben wir die Schwierigkeit etwas nach oben. Weiter geht's mit GameCube, Wii und PS2. Auf dem GameCube hat uns natürlich Super Smash Bros. Besonders interessiert. Das läuft zum Glück hervorragend, wie ihr hier sehen könnt, wie im Übrigen auch alle anderen getesteten GameCube-Spiele. Generell kann man hier die Auflösung problemlos auf 720p bis 1080p erhöhen, wenn man das möchte. Ähnlich gut sieht's auch auf der Nintendo Wii aus, hier zum Beispiel mit Super Mario Galaxy 2, das während der gesamten Testsitzung absolut spielbar war. Klar, hier und da gibt's immer mal wieder auch kleine Slowdowns, was aber eher am Caching liegt und weniger an mangelnder Performance der Xbox. Heißt also, je länger ihr das Game spielt, desto besser läuft das Ganze mit der Zeit. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die PS2-Performance. Hier waren wir angenehm überrascht, zum großen Teil waren die Spiele absolut flüssig spielbar. Hier haben wir zum Beispiel Virtual Joe 2, das beinahe die ganze Zeit flüssig läuft, aber auch Tekken 5, Metal Gear Solid 2, Final Fantasy 10 und God of War haben sich hervorragend spielen lassen. Allerdings heißt das natürlich nicht, dass ausnahmslos alle PS2-Games flüssig laufen werden. Probleme hatten wir zum Beispiel mit Shadow of the Colossus, allerdings muss man hier auch bedenken, dass die Retro-Emulation auf den Xbox Series-Konsolen noch recht jung ist. Von dem her sind wir uns eigentlich recht sicher, dass zumindest mittelfristig die gesamte PS2-Library auf den Series-Konsolen spielbar sein sollte. So, das sollte für eine erste Demonstration reichen. Kommen wir zum Fazit. Seit den ersten vorsichtigen Gehversuchen mit Retro-Emulation im Entwicklermodus der Xbox Series-Konsolen hat sich wirklich einiges getan. RetroArch und andere Emulatoren können nun von jedermann mit geringem Aufwand per Edge-Browser direkt auf der Konsole installiert und per FTP-Transfer eingerichtet werden. Eure Retro-Games bindet ihr einfach per USB-Stick oder externer Festplatte an und schont somit den limitierten Speicherplatz in der Konsole. Besonders die günstige Xbox Series S gewinnt durch diese simple Möglichkeit der Retro-Emulation unserer Meinung nach nochmal deutlich an Attraktivität. Das Teil gibt's inzwischen hier und da schon neu für um die 250€ und neben dem Xbox Game Pass für aktuelle Spiele kann die Konsole nun auch mit einer richtig ordentlichen Emulationsleistung aufwarten. Klar, 100% einwandfrei laufen sicherlich noch nicht alle Spiele. Aber trotzdem ist bereits ein Großteil der PS2-Library absolut spielbar und mit der Zeit wird sich die Performance der Konsole hier sicherlich noch ordentlich verbessern. Kein schlechter Deal also. Daneben müssen, wie eingangs erwähnt, aber auch Besitzer der Xbox One S bzw. One X nicht komplett verzichten. Das Einrichten der Emulation funktioniert dort genauso problemlos, nur bei der Performance können Microsofts letzte Konsolen natürlich nicht mit den aktuellen Series-Modellen mithalten. Wer aber hauptsächlich 8- bis 32-Bit-Titel emulieren will, also alles vom Game Boy bis hin zur PlayStation und vielleicht sogar noch das ein oder andere Dreamcast-Spiel, der kann mit RetroArch auch auf Xbox One-Konsolen jede Menge Spaß haben. Im nächsten Video zeigen wir euch jedenfalls, wie ihr das Ganze mit Hilfe des RetroPass-Frontends durch Cover und Screenshots für jedes einzelne Game noch deutlich hübscher gestalten könnt. Und wenn ihr bis dahin noch mehr zum Thema Retro-Gaming sehen wollt, dann werft gerne mal einen Blick in unsere Review zum A500 Mini, der Mini-Version des Amiga 500 Heimcomputers, oder checkt unsere Playlist mit vielen spannenden Videos zum Thema Retro-Gaming ab. Ansonsten lasst gerne einen Kommentar da, liked und subscribed, wenn euch das Video gefallen hat, und wie immer gilt,